Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper, dem Heim- und Handwerker-Simulator. Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Und zwar sind wir immer noch nicht hier mit unserem Büro zugange, sondern immer noch in dem Halloween-Haus, was wir in dem 24-Stunden-Livestream gemacht haben. Wir gehen mal zu dem Haus zurück. Warum gibt es noch kein Upload von dem 24-Stunden-Livestream? Weil YouTube irgendwie die Videos nicht verarbeitet. Warum auch immer. Ich lade die hoch, er zeigt mir nur die Hälfte an. Ich warte jetzt noch mal ein paar Tage und dann werde ich das nochmal versuchen, nochmal erneut hochzuladen. Wir haben hier einiges gemacht und zwar hatte ich hier den Geist quasi ausgetrieben und habe quasi den Geist von Michael Myers quasi begraben. Und wir haben einiges geschafft im Livestream, auch wenn ich mich kaum noch daran erinnern kann, beziehungsweise meine Augen fast zugefallen sind. Deswegen schauen wir uns nochmal an, was wir hier alles gemacht haben. Und zwar haben wir hier einmal ein schickes, niedliches Bad eingerichtet. Ne, das haben wir in dem Livestream gemacht. Ne, vielen, vielen Dank nochmal für alle die auch mit dabei waren. Und sorry, dass die Videos momentan so ein bisschen unregelmäßig kommen. Sorry, aber ich habe halt Urlaub und will auch ein bisschen Zeit für mich investieren. Aber nichtsdestotrotz bekommt ihr jeden Tag immer so ein, zwei Videos. Das eine oder andere Video habe ich jetzt mal rausgestrichen. Deswegen einfach euch gedulden und die Videos genießen, die halt da sind. Und ja, da haben wir die schöne Küche hier auch beim letzten Mal eingerichtet. Noch mit einem kleinen Wohnzimmer. Ne, und hier dementsprechend auch noch eine Sitzgelegenheit. Hier geht es dann rauf auf die Terrasse. Und hier können wir dann auch in unser Arbeitszimmer rein. Tada! So. Das heißt, hier können wir auch noch reingehen. Das haben wir alles beim letzten Mal gemacht. Boah, da war ich ja echt kreativ. Zumal, da ich da schon fast geschlafen habe. So, jetzt gehen wir mal wieder rein hier. Machen zu. Hatten wir schon irgendwas im Keller gemacht? Ich glaube, im Keller hatten wir noch nichts gemacht, ne? Nee. Da hatten wir schon angefangen, so ein bisschen hier uns Wände zu ziehen. Denn wir wollten ja hier so eine Art Saunabereich machen. Damit werden wir jetzt auch anfangen in der Folge. Und dann muss ich erstmal wieder hier, ihr seht ja oben rechts den Kontostand, ein bisschen Geld verdienen. Das habe ich die letzten Tage noch nicht geschafft. Und jetzt werden wir erstmal hier unsere Sauna hier unten einrichten. Weil oben haben wir nämlich auch noch was. Das können wir uns auch nochmal anschauen. Oha. Voll der Irrgarten hier. So. Und zwar haben wir oben auch noch eine ganze Etage zu bearbeiten. Guckt euch das mal an. Hier haben wir auch noch verschiedene, diverse Räume mit, ja, verschiedenen Zwischenräumen noch. Guckt euch das mal an hier. Da haben wir noch einiges zu tun, bevor wir das Haus hier verkaufen. Und ich würde vorschlagen, ich mache jetzt erstmal hier unten in der Sauna, fange ich erstmal an, soweit wie ich mit meinem Geld komme. Und laufe hier erstmal quer durch. Ich muss auf jeden Fall Schilder hier aufstellen, sonst verlaufe ich mich hier. So, machen wir mal zu hier. Und brauchen jetzt erstmal ein bisschen was für den Boden. Und zwar, was nehmen wir denn für Boden? Ich würde sagen so Laminat. Hier so dunkel. Ich würde sagen, dass wir das vielleicht nehmen hier. Gucken wir mal. Ja. So Holzoptik. Und an den Wänden natürlich auch Holzoptik. Das war jetzt nicht so teuer. So, dann gucken wir uns mal die Wände an. Auf jeden Fall hier diese Paneelen. Ich glaube, ich nehme die hier. Ich glaube, die waren ganz schick. Die kosten aber so ein bisschen was. Ich glaube, wir brauchen da noch eine von. Ja, ich sag mal, erstmal zwei. Das Geld geht weg wie warme Semmeln hier. Ich würde sagen, die nehmen wir da auf jeden Fall dafür. Ja, da würde ich sagen, dass wir die hier für die Optik nehmen. Ist ein bisschen was Dunkleres. Aber ich denke, das wird dann im Endeffekt ganz gut passen. Und
Wieso zieht der jetzt hier keine... Was ist denn jetzt los? Hä? Okay. Ein kleiner Platzierungsfehler wahrscheinlich. Gucken wir, bauen wir erstmal hier rum. Denn irgendwie will er nämlich die eine Wand da nicht platzieren. Warum auch immer. So. Das geht recht fix hier mit unseren Skills hier schon. Und ja. Ansonsten ja, gibt es nicht viel Neues hier im Spiel. Es ist, glaube ich, hier so ein nicht DLC, sondern ein Update angekündigt worden, wo dann so ein paar Weihnachtsaccessoires mit eingefügt werden. Da bin ich mal gespannt, wann das rauskommt und wann das eingefügt wird. Ansonsten warten wir ja immer noch auf das Garden-DLC, was im kommenden Jahr dann auch erscheinen wird. Da bin ich ja mal gespannt. Und hier werden wir auf jeden Fall dann noch das hier soweit fertig machen. Das Haus. Und dann schauen wir mal, ob wir da mal eine kleine Pause einlegen als Handwerkerkönig. Und ja, irgendwie kann ich jetzt die Wand hier nicht... Hier kann ich nichts platzieren. Kann ich den einhauen? Auch nicht. Okay. Das scheint wohl ein kleiner Fehler zu sein hier. Also da können wir auf jeden Fall nichts machen. Können wir da zumindest streichen? Mal gucken, habe ich hier ein bisschen Farbe drauf? Nee, ich guck mal kurz. Wobei, Farbe wollte ich eigentlich nicht verwenden hier. Das ist ja wieder ärgerlich hier. Wieso kann ich denn jetzt nichts platzieren? Ach. Ja gut, dann lassen wir das einfach so, diese kleine Ecke. Ich guck gleich mal, vielleicht können wir die ja noch streichen. Ich pack das mal kurz raus hier. Ich nehme mal kurz hier einen Pott Farbe mal kaufen. Wartet mal. Um es wirklich mal zu schauen, ob das jetzt wirklich nur nicht platzierbar ist oder ob wir da auch nicht streichen können. Nee, leicht Vanille, das brauchen wir ja nicht. Was nehme ich denn hier? Nehmen wir mal pures Weiß. Mal kurz checken, ob wir da zumindest streichen können, weil wenn ja... Nee, streichen können wir auch nicht. Komisch. Ja, dann bleibt die einfach blank. Schade eigentlich, ne? Schade, dass wir das jetzt hier nicht so in der Optik machen können. Komisch. Nun ja. Man kann es leider nicht ändern. Ist leider manchmal hier so ein paar Spiele, ich weiß gar nicht, was ist denn das für eine Wand? Ach, ich glaube, das war hier so eine feste Wand, ne? Die ich einfach im Nachgang hier drunter gezogen habe. Ich glaube, das ist eine von der Wand hier. Naja. Gut, man könnte natürlich jetzt hier noch eine extra Wand ziehen. Den Raum klein... Ja gut, könnte man machen. Ha, man weiß sich ja zu helfen. Die sind zwar jetzt schon gemalert, aber wir könnten ja hier so einen kleinen Vorsprung machen. Dann hätten wir das Problem gelöst. Ha. So. Ist doch ganz einfach. So, dann fällt das auch gar nicht mehr auf, dass es eigentlich gar nicht gewollt war, sondern hat jetzt hier noch eine schöne kleine Nische, die auf jeden Fall ja gar nicht so verkehrt aussieht. So, Problem gelöst. Tja, so ist das. So, das können wir verkaufen. Ich glaube, die weiße Farbe brauchen wir auch nicht. So, jetzt haben wir noch 1141 Euro, um hier noch ein bisschen was einzurichten. Ich würde sagen... Warte mal, hier kommt ja auch hier ein großes Bad. Ey, was für ein Riesenbad kommt denn hier hin? Beziehungsweise, warte mal. Hier kommt Bad. Was hatte ich denn hier gesagt? Was kommt denn da nochmal hin? Auf jeden Fall hier so ein riesen Sparbereich. Das ist ja schon mega hier. Heftig. So. Auf jeden Fall kommt hier... Ja, keine Ahnung, was jetzt hier reinkommt.
Schlafzimmer sollte da noch rein, oder was? Puh. Da haben wir ja riesig viel Platz hier. Ich würde sagen... Was machen wir denn jetzt hier? Ich würde sagen, wir machen erstmal die Sauna fertig. Und ihr könnt ja schreiben, was hier rein soll. In diesem Raum. Also im ersten. Was hier rein soll. Ja gut, hier kommen dann Regale rein. Oder wie auch immer. Müssen wir mal gucken. Hier ist auch noch so ein Zwischenraum. Vielleicht können wir den Zwischenraum einfach rausnehmen. Aber hier kommt auf jeden Fall so ein Spa- und Wellnessbereich hin. So, dann versuchen wir mal mit den Dingen, die wir haben, so ein bisschen was hier einzurichten. Wo war das denn alles hier? So, Sauna. Ich würde sagen, wir nehmen es mal ein bisschen heller. Kaufe viele. Drehen wir das mal hier. Ich glaube, das kommt... Können wir hier so eine Ecke reinplatzieren? So. Vielleicht könnten wir hier... Mal gucken, dass wir hier hinten hier so eine komplett große Bank machen. Vielleicht hier noch so ein bisschen. Ah, das passt wieder nicht, ne? Schade eigentlich. Doch, das passt. Sieht zwar optisch nicht so ganz so dolle aus, wegen der Ecke da, aber... Wobei, warte mal. So eine Eckbank. Ach, stimmt. Die haben wir da auch noch. Ich vergaß. So, die können wir noch schön drehen hier. Na komm. Platzieren wir den Kram hier. Sehr gut. So. Das haben wir auch. Können wir nicht hier vielleicht noch eine Ecke und da noch eine Ecke? Müssen wir mal gucken. Wir packen das erstmal hier hin. Kaufen wir uns nochmal eine Ecke hier. Eigentlich könnte man... Ich weiß nicht, ob das passt. Ich glaube, das passt nicht. Nein. Schade. Das geht leider nicht. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall wieder verkaufen. Schade, das hätte echt gut gepasst. Dann müssen wir das halt ein bisschen anders machen. So, das wir sagen hier. Das passt hier nämlich so rein. Ja, ich würde sagen, das passt. Da haben wir auf jeden Fall ausreichend Sitzbereich. Joa, das ist schon mal cool. Wir haben noch 900 Euro, also viel ist da nicht mehr da. Da brauchen wir noch diesen fetten Ofen hier. Ich glaube, wir nehmen den hier. Den Saunaofen. Ach, guck mal, der passt da optimal rein. Das ist ja fast wie... Fast wie gewollt. Oh, wir haben noch 300 Euro. Oha, jetzt wird's knapp hier. So. Oh, der war echt teuer. Da brauchen wir auf jeden Fall noch hier diese Kopfstützen. Kaufen wir ein paar mehr. Kosten 16 Euro. Na gut, das geht ja noch. Das kann ich hier noch mit meinem kleinen Budget vereinbaren. So, dann haben wir hier auch schon mal die Ecken. Ja, gut. Das ist ein bisschen doof, ne? Wobei, wenn wir das einfach ein Stück vorlegen. Ja, so passt das dann. Okay, gut, das haben wir. So, jetzt gucken wir noch mal, was wir hier noch quasi... Den Eimer brauchen wir auf jeden Fall.
ne, für den Aufguss. So. Dann hatten wir noch hier einen Weidekorb. Den hatten wir letztes Mal ja auch hier vor der Tür. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch so eine Temperatur, hier so ein Thermometer. Das können wir hier so platzieren. Jo. So, was haben wir denn noch hier? Eine Sanduhr für die Sauna. Nochmal eine zusätzliche kleine Sanduhr. Die können wir hier nochmal platzieren. So ein bisschen hier so als Deko. Hier haben wir nochmal eine zusätzliche Sanduhr, die man hier quasi auch nochmal platzieren kann. So, dann brauchen wir noch diese Lampen. Ich weiß gar nicht, wie teuer die sind. So, wo waren die denn? Ich glaube, die waren unter Lampen. Die waren, glaube ich, jetzt gar nicht hier mit dabei. Aber hier können wir so ein paar Handtuchrollen hinpacken. Ja, ein paar mehr kaufen. So. Jetzt hier schon ein paar Handtücher quasi parat legen. So, da haben wir dafür da schon mal gesorgt. Jetzt haben wir 160 Euro und gucken mal für die Wände oder Lampen, glaube ich, war das. Da. Die kosten auch 23 Euro, das geht doch. So, einmal. Dann würde ich sagen, dass wir... da noch eine platzieren. Will er nicht. Wollen wir mal gucken hier. Na komm. Komm. Will er gar nicht. So, da eine. Hier eine. Und da eine. So. Jetzt haben wir noch 67 Euro. Aber dafür haben wir jetzt schon hier fast alles eingerichtet. Wir brauchen nochmal hier einen Installationsanschluss. So, Anschlüsse. Da, so ein kleiner Lichtschalter. So, jetzt schalten wir das ein. Und siehe da. Unsere Sauna erstrahlt im hellen Licht. Ja. Sieht doch gut aus. Und so, wollen wir mal kurz die Tür mal andersrum aufmachen. Tja, dann haben wir das auch geschafft. Und ich würde sagen, ich gehe erstmal Geld besorgen, weil mit 55 Euro kommen wir nicht mehr weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ja, ne, überlegt euch mal, was wir hier bauen. Und was wir hier bauen sollen. Und da hinten. Ja, bedanke mich fürs Zuschauen und sag bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.